Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhorizont 80 mit dem nächsten Update-Video für den Monat April 2017. Und wenn ich hier so rüber gucke, ja, es hält sich eigentlich so einigermaßen in Grenzen, was im April so rauskam. Eigentlich dachte ich, es kommt so gut wie fast nichts für mich raus. Aber durch gewisse Umstände, wo ich war und weil ich so gekauft habe, ist es doch ein bisschen mehr geworden, wie ich dachte. Und wir fangen gleich mal am 6. April an, denn da kam endlich für mich meine Collectors Edition von Tanz der Teufel Evil Dead mit der schicken Büste, die so ausschaut. Richtig tolle Figur, bis auf ein paar Kleinigkeiten, hätte ein bisschen mehr machen können, aber ich finde trotzdem richtig geil gemacht, diese Edition. Und natürlich auch das Mediabook steckt hinten drin. Richtig tolles Teil. Freue mich jetzt schon wie die Sau auf das Remake. Da habe ich mir auch schon alle Editionen vorbestellt, was es so gibt. Und bin auf jeden Fall schon auf der nächste Veröffentlichung gespannt. Habe ich bei Megastore Palast gekauft. Richtig coole Sache. Und hier nochmal das Zertifikat. Ich freue mich, diese Edition endlich auch in meinen Händen zu halten. Ja, noch ein weiteres Päckchen bekam ich vom Megastore Palast. Und da war dann Donnie Brasco drin. In diesem richtig schicken, geilen Mediabook Cover. Cover B-Variante. Und was soll ich sagen, richtig geiler Film, hat mir richtig gut gefallen. Auch natürlich auch hier richtig tolle Bildqualität. Die zusätzlichen Szenen sind auf Englisch vorhanden, mit deutschem Untertitel, aber ein richtig toller Film. Kann sich auf jeden Fall mal jemand angucken, der auf so Gangsterfilm und so wie Scarface steht. Kann sich auf jeden Fall lohnen, den anzugucken. Ja, dann geht es weiter mit einer Amoray und zwar Deepwater Horizon. Ja, warum habe ich mir nur die Amoray geholt? Ja, ich weiß, dass es von Filmarine auch eine Filmarine Collection irgendwann kommen wird. Und von daher langt mir jetzt hier die Amoray, denn die deutsche Steelbook hat mir überhaupt nicht gefallen. Über den Film kann ich nur sagen, Hammerfilm. In diesem April habe ich den Film, glaube ich, schon viermal gesehen. Ich fand ihn wirklich überragend. Mark Wahlberg hier ein richtig geiler Schauspieler mit dabei und kann ich echt jedem empfehlen, diesen Film anzugucken. Finde ich etwas zu kurz, 108 Minuten, hätte noch wesentlich länger gehen können, aber auch wirklich ein richtig genialer Film. Auf jeden Fall angucken, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann habe ich mal ein Steelbook gekauft, was ich eigentlich nicht kaufen wollte, aber der liebe Cinemanu hat gemeint, der Film ist gut und da geht es hier um Sing. Um diesen schönen Film von Illumination. Und was soll ich sagen? Ja, ich fand den Film richtig cool, hat echt Spaß gemacht. Ist jetzt so nicht so meine Musikrichtung, ihr wisst ja, hör etwas härtere Kost, aber trotzdem ein richtig schöner Familienfilm. Genial gemacht, wirklich sehr toll. Auch das Steelbook finde ich sehr schön, bis auf keinen einzigen Titelanschrift, weder am Spine noch auf dem Steelbook selbst. Aber gut, ansonsten ein richtig schöner Film und ein schönes Steelbook ebenfalls. Ja, dann habe ich mal zugeschlagen bei unserem Medienmarkt, da gab es eben diese Aktion, kaufe zwei Spiele und bekomme zwei günstige umsonst. Und da habe ich mal ein bisschen so nachgefragt, wie schaut es denn aus, zählen da auch dann die Figuren dazu? Und sie meinten zu mir, ja, da zählen dazu und da bekam ich eben die beiden Assassin's Creed Figuren von dem Film sozusagen umsonst. Denn ich habe noch zwei andere Spiele mitgenommen und was soll ich sagen, richtig coole Figuren. Leider nicht die Qualität wie von den Spielen. Auf den Film, wie gesagt, bin ich schon sehr gespannt. Wurde auch nur Negatives geschrieben, aber das interessiert mich eher weniger, denn ich liebe Assassin's Creed. Auch den Film will ich auf jeden Fall angucken. Und ja, da kommt ja auch eine Steelbook von Filmarena raus und da wird es dann bei mir auch bloß die Amoray werden. Aus Deutschland, das langt man auch völlig. Kann man auch zusammenstellen, diese beiden Figuren. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht so die Qualität, wie man sie von Ubisoft eigentlich gewöhnt ist, von den Figuren. Aber für umsonst kann man hier nicht meckern. Und die beiden Spiele, die ich gezahlt habe, waren hier Mass Effect und Ghost Recon Wildlands. Und ich möchte ja gerne Wildlands noch verkaufen, denn das Spiel interessiert mich nicht wirklich. Würde ich euch für 40 Euro abgeben, also wirklich ein richtig geiler Preis. Hat neu gekostet 49,99 €. Ist noch irgendwie eingepackt und wenn ihr das haben möchtet, schreibt mich bitte einfach an. Natürlich, die ich jetzt nicht kenne, müsst natürlich mir einen Altersnachweis schicken. Ansonsten die, wo ich kenne, bekommt es auch so. Und ja, auf jeden Fall richtig cooles Aktion hier vom Mediamarkt. Und Mass Effect finde ich auch sehr gut, aber bin nicht so ganz warm geworden mit dem Spiel, da ich nicht so viel Zeit zum Zocken habe. Aber ja,
freue mich auf jeden Fall, dass er auch endlich in meiner Sammlung zu haben. Und dann war ich ja so ganz spontan, kurzfristig, wirklich einen halben Tag vorher überlegt, ich fahre jetzt da hoch, nach Oberhausen beim Weekend of Hell. Und was soll ich sagen, es war richtig cool, habe viele Leute getroffen, den Ali von Blu-ray Neuheiten, Movie Hunter, Predator Fan, wirklich richtig cool, den Kevin von Movie Roots auch getroffen, wirklich ganz liebe Leute, wirklich war cool Interviews geführt, auch mit Abonnenten und mit euch, es war ein super Tag. Leider war es die Weekend of Hell jetzt nicht so, wie ich mir erhofft habe, aber es wurde mir auch gesagt, also im November ist mehr los, aber für den Anfang für mich war es nicht mehr so schlecht, da kann man sich wenigstens wirklich in Ruhe sich umgucken und habe da auch ein bisschen was gefunden, und zwar einmal die King of Queens Blu-ray Box Staffel 1 bis 9 in 16:9 Format auf Blu-ray für 50 Euro, und dann habe ich gedacht, okay, da schlage ich jetzt auf jeden Fall zu, richtig coole Box, die kostet bei uns im Mittelmarkt noch 100 Euro, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich es auf jeden Fall mit. Denn durch Kevin Can't Wait bin ich irgendwie angesteckt worden von Kevin James. Und ja, wir haben schon die ersten beiden Staffeln angeguckt. Und ich kann nur sagen, hammergeil, wirklich war es super genial. Die Bildqualität auf der Blu-ray ist wirklich sehr gut. Aber ab der zweiten Staffel habe ich bemerkt, dass ab und zu mal das Bild ruckelt. Und das ab und zu mal ein wenig stört. Aber kann man nichts machen. Also wie gesagt, eine richtig coole Serie. Ich freue mich auf die nächste Staffel jetzt anzugucken. Weil das ist echt einfach, das sind einfach... Meine Frau und ich, also soll ich was aufschätzen, wir könnten auch mal sowas machen, so ein Sitcom, denn bei uns ist genau das gleiche Streitthema, das ist einfach nur geil. Also wirklich, hammergeile Serie, kann ich jedem ans Herz legen, der sie noch nicht kennen sollte, wirklich geil. Und dann habe ich ja noch mit Turbine Mediengroup noch ein richtig schönes Interview geführt, nochmal vielen Dank, lieber Christian, für das etwas chaotische Interview mit dir, durch meine Seite wohlgemerkt. Und da habe ich noch das Mediabook mitgenommen von The Fan, mit Robert Niro und mit Wesley Snipes, und was soll ich sagen, auch ein richtig hammergeiler Film, wirklich wahr, bin begeistert, auch diesen Film habe ich jetzt schon zweimal angeguckt, innerhalb von kürzester Zeit, ich fand den richtig gut, also vor allem hier Robert Niro in einer richtig schönen, verrückten Rolle, kann ich auch jeden ans Herz legen, den Film noch nicht kennen sollte, wirklich genialer Film, auch das Mediabook ist richtig gut gemacht, mit vielen Grundinformationen über den Film, und wirklich war geiles Teil. Ja, und natürlich war da nicht nur angesehen nur die Sachen, sondern auch natürlich auch ein paar andere schöne Sachen. Und ich habe noch ein paar Autogramme mir geholt. Und einmal hier von dem Hauptdarsteller von Human Centipede 2, dem Lawrence R. Harvey. Hier ist, hier ist das Autogramm von ihm drauf, auf dem weißen, auf dem schwarz-weißen Mediabook von NSM und von NSM, doch, NSM. Auf jeden Fall hier drauf das schöne Autogramm von ihm. Und dann natürlich auch ein Foto mit ihm gemacht. Auch richtig cool auf jeden Fall. Sehr stark. Das war total lieb und nett, wirklich war, und war total knuffig. Ich fand ihn total süß. Der ist ja, der geht mir, ich muss bis hierher ungefähr, also wenn ich stehe. Auf jeden Fall ein cooler Typ. Ja, und dann war noch ein Jason-Darsteller noch da. Und zwar der CJ Graham, glaube ich, ja genau, CJ Graham, und der hat mir auch ein richtig cooles Autogramm drauf gemacht auf mein hier schönes Buch von Telemovie Shop, das Freitag der 13. Kompendium, limitiert auf 333 Stück, und dazu gab es auch noch ein Bild noch dazu in der richtigen Jason-Maske, sau cool, war zwar echt extrem teuer, habe ich ein bisschen geärgert darüber, aber gut, ich wollte es jetzt einfach haben. Ja, und im November kommt ja noch ein Jason-Darsteller, der vom zweiten Teil, und da ich da auch hochfahren werde zu 90% bis jetzt, kommt dann da auch noch das nächste Autogramm noch drauf, damit es alle auch komplett sind. Ja, wie gesagt, ein richtig cooler Tag auf dem Weekend of Hell, und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder zahlreich im November, wenn ich da hinfahre. War richtig, richtig cool. Ja, dann bekam ich, wer sich das mal angucken möchte, da gibt es natürlich auch ein Follow Me Around vom Weekend of Hell, könnt euch gerne mal angucken, würde mich freuen, noch ein paar Kommentare zu bekommen, denn es war echt ein richtig cooler Tag. Ja, dann bekam ich ein Mystery-Paket von meinem lieben Freund, dem Kevin, der hat mir einen Film geschickt auf DVD, und zwar Club Mad, hat dann auch eine Review darüber gemacht und muss leider gestehen, der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Lieber Kevin, nochmal ganz große Sorry, aber durch seine Genehmigung habe ich diesen Film auch gleich weiter verschenkt an einen Abonnenten aus der WhatsApp-Gruppe, der den Film gerne haben möchte, den lieben... Oh, oh, oh,
Simon, genau, Simon war es, der wollte es gern haben und jetzt bekam er den Film. Ich hoffe, ihm gefällt der Film und hat jetzt auch seinen Spaß mit diesem Film. Wie gesagt, bei mir wäre er bloß wirklich im Regal gestanden und hätte ihn mir nicht mehr angeguckt. Aber nochmal vielen Dank, lieber Kevin, für das richtig coole Mystery-Paket. Aber die Gummibärchen waren richtig geil, die waren ratze, putz, schnell weg. Und es hat niemand was abbekommen, nein, nein. Ja, dann bekam ich ein weiteres Paket von meinem lieben Freund, dem Frank. Der hat mir ein, ja, Filmarina Collection Edition verkauft für einen guten Preis. Und hier die Unnumbered Version von Sicario. Ich habe dem auch noch eine Chance gegeben im April und muss immer noch gestehen, mir gefällt der Film weiterhin nicht. Er ist zwar ganz cool als beim ersten Mal, aber er ist einfach, keine Ahnung. Also mir hat er dazu besonders gut gefallen. Aber das Full Slip ist jetzt auch komplett, finde ich, ein richtig cooles Teil auf jeden Fall. Schaut sehr schick aus. Hier in der Unnumbered Version von Filmarena. Ja, und dann bekam ich ein weiteres Paket von meinem lieben Freund, dem René. Der hat mir was besorgt aus Berlin, zumindest vom Saturn, nämlich das Underworld Steelbook Blood Wars in der zweite exklusiv Saturn Steelbook. Hab mir hier in der Nähe kein Saturn außer Nürnberg, aber er kann mir das besorgt. Dafür bekam er von mir Rifle Steelbook im Tausch und von daher war das eine richtig coole Aktion. Er hat mir noch ein paar weitere Filme noch mitgeschickt. Nochmal herzlichen Dank zum Verlosen. Das wird dann irgendwann demnächst oder irgendwann mal passieren. Seid gespannt, was ihr denn vorhabt. Auf jeden Fall Blood Wars hier, Underworld, habe ich auch schon angeguckt. Fand den Film eigentlich ja auch nicht viel schlechter als die anderen. Wie gesagt, ich bin kein großer Underworld-Fan. Sind alle mehr Durchschnitt, mittlerer Durchschnitt, also mehr ist jetzt für mich nicht drin. Auch der erste Teil, obwohl es halt ein Hochloben, also ja, ist halt moderner Vampirfilm mit Knarren und das ist einfach nicht so mein Ding. Ja, auch den fand ich jetzt eigentlich richtig cool. Hat Spaß gemacht. Mal gucken, es kommt noch ein dritter Teil, noch ein Teil, glaube ich. Aber irgendwann muss auch mal mit dieser Filmreihe mal Schluss sein. Und ja. Okay. Und dann habe ich gesehen, dass es von Mass Effect auch ein Steelbook gibt bei Amazon. Und ein Leer-Steelbook. Und das haben wir auch gleich mal gekauft, noch irgendwie eingepackt. Und hat sage und schreibe 5 Euro gekostet. Und das mache ich jetzt mit euch mal auf. Habe ich extra für dieses Video aufgehoben, um das zum Unboxen noch exklusiv. Leider haben wir keine Drehung. Es gibt auch noch ein Exklusiv-Steelbook noch von Games Only, glaube ich. So schaut das Steelbook aus von Mass Effect. Wir haben hier keine Prägung. Auch die Rückseite schaut das langweilig aus, aber innen drin finde ich es richtig cool. Und das schaut so aus. Und für 5,39 Euro kann man hier echt nicht meckern. Da kommt einfach die Disc rein und die Amore kommt in den Keller. Und perfekt ist die Edition. Da gab es auch noch so eine richtig große Edition mit diesem Gefährt, aber das war immer viel zu teuer. Und ja, gut, dann bekam ein kleines, noch 3 Pakete von Zavi. Einmal The Birds, die Vögel von Alfred Hitchcock. Auch ein richtig cooles Full-Slip, zumindest ein Slip-Cover. Und jetzt noch einmal, es ist definitiv, das hier ist auf jeden Fall die Frontseite. Und das hier ist das Speckmotiv. Und was seht ihr hier? Das habe ich gar nicht beim ersten Mal gesehen, dass hier der Alfred Hitchcock zu sehen ist bei den Vögeln. Film ist richtig cooler deutschen Ton. Und ja, wie gesagt, solcher alten Film ist natürlich schon Klassiker. Und der hat natürlich schon, ja, wie gesagt, das war mein allererster Horrorfilm, wo ich gesehen habe mit 6 Jahren. Und habe immer noch Angst vor Ra. Richtig cooles Steelbook auf jeden Fall. Dann ein weiteres schönes Teil und zwar Science. Mit Mel Gibson, auch ein richtig tolles Steelbook gewesen mit Prägung hier vorne und auch auf dem Backmotiv ist eine Prägung vorhanden. Backmotiv ist nicht so berauschend und hat leider keinen deutschen Ton, aber da kommt irgendwann mal die billige Amore rein. Und so wie noch Silver Linings, auch das wollte ich unbedingt haben für meine lieben Frau. Werde ich mir irgendwann mal noch die Amore holen oder mal bei Amazon Prime gucken, muss ich mal schauen. Gab es auch recht günstig für 12 Euro, also was will man hier noch groß rummeckern. Ja, und dann geht es weiter. Dann war ich mal wieder beim Mediamarkt und habe mir da die 3D-Version von Viana mitgenommen. Ja, was soll ich sagen? Also wer die Eiskönigin mag, wird auch diesen Film mögen.
Die Eiskönigin, ja, ist jetzt nicht so mein Lieblingsfilm, aber dank der Emma hören wir halt eben rauf und runter. Die Eiskönigin habt ihr gesehen beim Follow Me Around, wo ich beim Besuch bei Micha war, haben wir auch im Auto gehört. Ich kann auch schon alles mitsingen von der Eiskönigin. Und auch hier ist nicht anders, da auch sehr viel Gesang in dem Film. Muss aber gestehen, hier fällt mir das Gesingen nicht so extrem schwer als jetzt bei der Eiskönigin. Muss aber auch gestehen, dass die Musik bei Eiskönigin wesentlich harmonischer ist als jetzt bei Vianna. 3D ist hier richtig cool gemacht und auch die Geschichte gefällt mir auch wesentlich besser. Vor allem, es ist halt wesentlich bunter. Wirklich eine richtig schöne Karibik-Feeling kommt hier auf und macht auf jeden Fall echt Laune, diesen Film anzugucken. Also auch ein sehr, sehr schöner Film. Musik, wie gesagt, gefällt mir bei der Eiskönigin besser als hier. Aber wie gesagt, ich bin da mit Singen ist eh nicht so mein Ding bei Disney, aber man muss ja auch an die Kleinen denken und da ist natürlich dieser Film auch überragend für meine kleine Emma. Aber wie gesagt, den guckt es auch erst an, wenn es etwas älter ist. Da sind ein paar gruselige Szenen noch mit drin, aber wie gesagt, ein richtig schöner, toller Film. Schöner Sonntagsnachmittagsfilm, wenn das Kind 4 oder 5 Jahre alt ist. Also 0 Jahre ist für mich eh immer völlig Pillepalle. Ja, und dann kam ja ein riesengroßes, dickes, fettes, schweres Paket von HD Filmportal und was da alles drin war, es war einfach unglaublich. Da war eine Edition schöner als die andere und ich fange einfach mal an mit der ersten, die ich vorgestellt habe, und zwar Zootropolis oder Zootopia auf Deutsch in dieser richtig schönen dicken in der Hardbox von Filmarena ist die mit auf 300 Stück. Richtig tolles Teil mit den 2 Full Slips. Ihr könnt euch gerne mal die Unboxing dazu angucken. Von dieser Edition ein richtig tolles Teil. Und bin so froh, die in meiner Sammlung zu haben. Wirklich eine richtig schöne Edition. Auch die Full Slips innen drin sind genial gemacht. Und kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, diesen Film auch mal anzugucken. Denn der ist auch richtig toll. Hier wird aber nicht gesungen. Einfach nur fantastischer Film. Wirklich war sau viel Spaß gehabt. Und ja. Okay. Und dann die nächste Hardbox, wo kam, ist hier Warcraft The Beginning. Auch eine richtig geile Hardbox. Muss gestehen, mit einer von den schönsten, die es jetzt von Filmarena gibt, von Hardboxen, die jetzt hier vorne blau sind, weil es hier langsam ruht. Und hinkommen die Horde. Also richtig cool gemacht. Auch diese Effekte mit den Glanzeffekten, auch die Full Slips innen drin, sind wirklich genial gemacht. Wirklich wahr. Das Ding ist auf 500 Stück limitiert. Und wie gesagt, schaut bei HD Filmportal vorbei. Vielleicht habt ihr da noch die eine oder andere Möglichkeit, das noch zu bekommen. Denke mal, die Full Slips sind auf jeden Fall noch möglich. Und schaut natürlich auch das Video dazu an von diesen Hardboxen, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und jetzt kommt meine neue große Liebe, ganz ehrlich. Also diese Edition, wo jetzt hier kommen, liebe ich über alles. Ich bin der große Jurassic Park Fan. Und da hat wirklich Filmarena mir einen großen Traum erfüllt. Endlich mal richtig tolle Edition zu Jurassic Park 1 bis 3 gemacht. Und wir haben hier erstmal den ersten Teil Jurassic Park. Wie gesagt, ihr könnt die auch alle einzeln angucken auf meinem Kanal unter Filmarena Collection. Da sind auch alle drin, komplett ausgepackt. Ihr könnt es euch alle komplett angucken. Und wie gesagt, ich liebe diese 3 Editionen von Filmarena, wirklich wahr. Hier der 2. Teil, wirklich wunderschön. Alle beide auf 800 Stück limitiert. Genial, wirklich genial gemacht. Und mit extrem viel Bonusmaterial mit dabei, mit viel Zeug. Leider sind die Discs natürlich dieselben, wie man auch schon in Deutschland hat. Hat ja auch keinen deutschen Ton, aber das ist ihr völlig egal, denn man hat ja auch diesen Film schon mich mehrmals zu Hause. Und hier für mich persönlich das schönste Fullslip ist Jurassic Park 3 mit dem Spinosaurus vorne drauf, auch mit dem alten Motiv noch, der auch dann das Wappen so schön festhält, der Spinosaurus, also richtig genial, also eine wunderschöne Edition, wirklich, also alle 3 sind überragend, aber die 3. hier mit Spinosaurus gefällt mir einfach am besten, einfach wirklich genial, Edition. Das ist einfach meine neue große Liebe, ist hier Jurassic Park 1 bis 3 von Filmarena, hammergeile Sachen, echt wahr, schaut euch noch mal an, auf meinen in den extra Unboxing-Videos dazu, denn hammergeile Teile. Ja, und dann bekamen wir noch von den Black Barons auch noch die Nummer 6, und zwar Im Herzen der See. Auch das Fullslip von den lieben Slowaken finde ich richtig schön gemacht.
Gefällt mir persönlich besser als das von Filmarena, weil mir das Motiv vorne drauf mir besser gefällt. Auch hinten drauf das Backmotiv mit der Schwanzflosse von Moby Dick finde ich richtig toll gemacht. Und auch hier richtig tolles Teil. Auch das könnt ihr euch gerne mal angucken unter Black Balance Collection. Ja, und dann bekam ich ein weiteres Paket von Zavi und da war Lilo und Stitch drin. Mit diesem schönen Lendicolar Slip vorne drauf. Leider keinen deutschen Ton. Es gibt noch mehrere mit dem Lendicolar-Cover vorne drauf, aber die hole ich mir nicht, weil sie die alten schon sind, habe ich schon alle zu Hause. Und ich hole mir auch so die neuen Sachen noch von Disney. Na, man muss alles so mit dem Dreifach haben, das langt auf jeden Fall hier. Auch so. Schönes Teil, leider keine Prägung, bis auf die Rahmenprägung, finde ich etwas schade, aber ein richtig schönes Steelbook. Ja, dann bekam ein weiteres Paket von meinem lieben Freund, dem Andy von Megastore Palast. Und da war dann manchmal kommen sie wieder Teil 3 drin. In der Cover C-Variante ist auf 222 Stück limitiert von NSM. Hab diese Film auch schon angeguckt und was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist ein Scheißfilm. Es ist ein Scheißfilm. Es ist ein Scheißfilm. Ja, wirklich. Also den Film zu kaufen war totaler Schwachsinn. Könnte mich echt ärgern. Kätzchen, hallo. Die Pfotzische, hallo. Hört halt mal auf. Ihr Nüsse. Manchmal komme ich wieder mit der Axt, Madame. Ja, auf jeden Fall zu dem Film nochmal. Ja, ist extrem schlecht. Und ich habe ja gemeint, dass das die ausschaut wie die Wynonna Ryder in dem Unboxing-Video. Aber nein, das ist die Jace Masterson und die kenne ich von Deep Space Nine als Starbo-Tänzerin. Von daher kenne ich sie. Aber der Film ist wirklich sowas von schlecht. Also, ja gut. Jetzt habe ich ihn. Ich wollte es ja gerne alle drei komplett haben. Würde es auch erstmal behalten, dieser Film. Aber wie gesagt, es ist wirklich... Ja, okay. Und dann bekam ich noch ein weiteres Mystery-Paket von meinem lieben Freund, dem Mike. Und da hatten wir drei Filme mitgeschickt. Und zwar einmal Rache, Bound to Vengeance. Da habe ich noch extra ein Exklusiv-Review für ihn gemacht. Film fand ich richtig cool. Kommt natürlich nicht an I Spit on Your Grave dran, denn da fehlt wirklich an Gewaltdarstellung noch etwas mehr. Aber... Trotzdem ein richtig cooler Film, wirklich war genial gemacht. Hat mir sehr gut unterhalten, vor allem auch der Plot ist ein bisschen anders als bei sonst diesen Rape and Revenge Filmen. Hat mir auf jeden Fall sehr gut unterhalten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und nochmal vielen herzlichen Dank für dieses schöne Mediabook. Mediabook ist wirklich genial, hier mit kompletten Glanzeffekt, auch mit der Rückseite richtig geil. Also kann ich auch jedem ans Herz legen. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für das tolle Geschenk. Und auf jeden Fall geiler Film, kann man sich wirklich mal angucken. Ist jetzt kein High-End oder genialer Superfilm, aber so mal zwischendurch ist der wirklich gut. Ja, dann noch ein weiterer Film und zwar Laster. Auch dieser Film habe ich auch gleich angeguckt und gleich eine Review für euch gemacht, zumindest auch für Mike. Auch den Film fand ich richtig cool. Hab mir auch ein bisschen was anderes schon vorgestellt, aber ein richtig cooler Film. Hat mir auch sehr gut unterhalten. Nochmal herzlichsten Dank. Auch davon gibt es eine Review. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr möchtet. Hat mir auch eben gut gefallen. Und dann hat er noch einen weiteren Film mitgeschrieben. Und zwar Leon, der Profi. Mit Jean Reno. Den habe ich ja leider schon zu Hause. Deswegen werde ich auch diesen Film auch für euch verlosen. Kommt in den Los-Amoway-Stapel oder mit den Los-Filmen mit dazu. Und den wird es irgendwann mal später zum Verlosen geben. Ja, liebe Filmfreunde, nochmal herzlichen Dank für alle Geschenke von euch, wirklich wahr, für die tollen Momente auf dem Weekend of Hell beim lieben Micha von Michas Filmwelt und auch an den Andi von Andis Kinoblog, den ich hier kennenlernen durfte beim letzten Besuch, den ihr gestern erst das Overview-Video gesehen habt, wirklich Hammer, Hammer Sammlung, lieber Andi, Wahnsinn. Und ja, das war es jetzt so von dem Update-Video von April 2017. Es wurde wieder einiges, wieder gekauft, mal wieder, wie immer. Aber man ist ja von mir gewöhnt. Ne? Das auf jeden Fall alles hier in meine Sammlung gewandert. Und ja, das war es jetzt von mir von dem Update-Video von April. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis denn. Tschüss mit Ö und Piep. Das war wieder ein Einkauf. Leckt mich am Arsch.